Herzlich willkommen bei der besten Fußball-Community Deutschlands. Wir machen dich zu einem besseren Fußballer, zu einer besseren Fußballerin und zwar mit diesem heutigen Video. Heute geht es, wie du am Titel schon erkennen kannst, darum, wie du es schaffst, mehr Selbstdisziplin in dein Leben zu bekommen. Wir fangen auch direkt an und ich möchte dir am Anfang sagen, dass Studien herausgefunden haben, dass keine Eigenschaft wichtiger ist als die Selbstdisziplin, um seine selbst gesteckten Ziele zu erreichen. Du erkennst also, dass du deine Selbstdisziplin, egal wie stark sie ist, unbedingt noch weiter steigern solltest, um deine Ziele, ob es jetzt Fußballprofi ist oder was auch immer, im Endeffekt in deinem Leben zu erreichen. Kurz, woraus setzt sich Selbstdisziplin zusammen? Einmal aus dem Wort selbst, das heißt aus dem Inneren heraus, von dir persönlich, nicht von einem äußeren Faktor, sondern du selbst, aus deinem Inneren. Und Disziplin. Disziplin meint das Befolgen von Regeln und Vorschriften oder auch das sich unterordnen. Das bedeutet, Selbstdisziplin meint eine intrinsische Disziplin, das heißt, du aus deinem Inneren heraus, du selbst, möchtest dich unterordnen, möchtest Regeln und Vorschriften befolgen, um ein Ziel zu erreichen. Das mal nur so kurz zur Definition. Und jetzt geben wir dir handfeste Tipps an die Hand, wie du es schaffst, mehr Selbstdisziplin in deinen Alltag zu bekommen, um deine Ziele zu erreichen. Erster Tipp, versuche immer klein anzufangen. Wenn du dir ein Ziel gesetzt hast, zum Beispiel du willst Fußballprofi werden, dann sag nicht, okay, ab morgen werde ich 18 Stunden pro Tag trainieren. Nein. Völlig schwachsinnig, denn du wirst merken, dass dich das nur noch mehr demotiviert, weil du deine selbst gesteckten Ziele nicht erreichen kannst, weil du es einfach nicht schaffst, von 0 auf 100 dich komplett zu ändern. Das wird dich so sehr demotivieren, dass du am Ende sagst, hey, es lohnt sich nicht mehr, dieses Ziel zu verfolgen. Deswegen fang immer unbedingt klein an. Wenn du zum Beispiel sagst, okay, ich will Fußballprofi werden, dann fang doch einfach mal damit an, dir heute einen Trainingsplan zu erstellen. Dann fang vielleicht mal an, morgen zu sagen, okay, ich trainiere meine größte Stärke, das Dribbling, eine Stunde. Dann fange ich vielleicht übermorgen an und trainiere meine größte Stärke 2 Stunden. So, und dann arbeitest du dich immer einen Schritt weiter nach oben, dass du zum Beispiel in einem halben Jahr einen ganz festen Trainingsplan hast, vielleicht 2-3 Stunden pro Tag individuell trainierst, dabei natürlich nicht deine Regeneration vernachlässigst und so es schaffst, wirklich von null auf dich langsam zu steigern. Das ist sehr, sehr wichtig, um mehr Selbstdisziplin zu bekommen und um nicht demotiviert zu sein und seine Ziele so nicht erreichen zu können. Weiter geht's mit dem zweiten Tipp. Zweitens, ich habe schon eben kurz angesprochen, es ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, vielleicht sogar der wichtigste Punkt. Du brauchst immer ein ganz, ganz klares, definiertes Ziel, was dir sagt, hey, da und da will ich hin. Und versuche nicht nur dieses Ziel zu haben, sondern dieses Ziel auch aufzuschreiben. Zum Beispiel schreibst du es einfach auf einen Zettel auf, den Zettel legst du dir zum Beispiel neben deinen Nachtschrank irgendwo hin, sodass du morgens, wenn du aufstehst, dieses Ziel sofort siehst. Und denkst, hey, heute fange ich an, für dieses Ziel zu arbeiten. Und versuche auch, dieses Ziel immer zu visualisieren. Das heißt, setz dich zu Hause wirklich einmal hin und stell dir mit Hilfe deiner Vorstellungskraft vor, wie du erfolgreich dieses Ziel erreichen wirst. Wenn du mehr zum Thema Visualisierung und Zielsetzung erfahren möchtest, klick hier einfach mal das Video an, da erfährst du sehr, sehr viel, was dir helfen wird, auch diesen Punkt vielleicht noch etwas näher zu verstehen. Ganz, ganz wichtig, unbedingt beachten. Weiter geht's mit dem dritten Tipp. Dritter Punkt, auch ganz, ganz entscheidend, um mehr Selbstdisziplin in deinen Alltag zu bekommen, ist, dass du versuchen solltest, deinen Versuchungen aus dem Weg zu gehen. Das heißt, nicht nur den Versuchungen zu widerstehen, sondern aktiv zu versuchen, diesen Versuchungen aus dem Weg zu gehen. Das heißt zum Beispiel, eine Versuchung ist dein Handy. Wenn du dir morgens vornimmst, ich will heute nach der Schule mich sofort hinsetzen und aktiv trainieren. Ich möchte rausgehen, Individualtraining machen und mein Dribbling trainieren. Und du kommst aber von der Schule und nimmst erstmal dein Handy in die Hand und sagst, hey, ich kann jetzt auch erstmal YouTube-Videos gucken. Dann hast du diese Versuchung, dein Smartphone, und diese Versuchung wird dafür sorgen, im schlimmsten Fall, dass du gar nicht mehr trainieren wirst. Deswegen versuche diesen Versuchungen aus dem Weg zu gehen, indem du zum Beispiel, nachdem du von der Schule kommst, dein Handy bewusst weglegst und sagst, jetzt will ich trainieren. Ganz, ganz entscheidend für dich, finde deine Versuchungen heraus, kann zum Beispiel auch deine PlayStation sein oder auch ein Buch sein, was du unbedingt lesen möchtest, was auch immer. Wenn du ein klares Ziel hast und du möchtest für dieses Ziel arbeiten, dann leg die Versuchungen weg, versuch sie auch aus dem Weg zu gehen, um am Ende auch das zu schaffen, um das abzuhaken von deiner To-Do-Liste, was du auch erreichen wolltest.
Jetzt kommen wir weiter mit dem vierten Tipp. Ganz kurz, wenn diese drei Tipps schon mal geholfen haben, hinterlass jetzt schon mal sehr, sehr gerne ein Like für uns. Vierter und letzter Tipp für dich, um mehr Disziplin zu bekommen und deine Ziele zu erreichen, ist, dass du dir Pausen und Belohnungen gönnst. Ja, du brauchst wirklich Pausen und Belohnungen, denn sonst demotivierst du dich. Denn du wirst es nicht schaffen, ohne Pausen und Belohnungen aktiv deine Ziele zu erreichen. Weil du irgendwann merkst, ich habe nicht mehr die Konzentration, um zu arbeiten. Deswegen setze aktiv Pausen ein und auch belohne dich, wenn du zum Beispiel mal ein Teilziel erreicht hast. Wenn du es zum Beispiel mal geschafft hast, eine Woche lang deinen Trainingsplan durchzuziehen, jeden Tag zu trainieren, dann gönn dir nach dieser Woche sehr, sehr gerne eine Belohnung, um deinem Körper zu zeigen, hey, ich habe was erreicht und das motiviert mich auch nächste Woche wieder, meinen Trainingsplan durchzuziehen. Wenn dir dieses Video geholfen hat und du sagst, hey, mit diesen vier Tipps werde ich mehr Selbstdisziplin bekommen und meine Ziele erreichen, vielleicht konnte ich dich auch mit diesem Video motivieren, dann hinterlass sehr, sehr gerne ein Like und einen Kommentar, abonniere uns und aktiviere die Glocke, um kein Video mehr von uns zu verpassen. Und schau auch sehr, sehr gerne bei uns auf dem Instagram-Kanal vorbei, der ist unten in der Videobeschreibung verlinkt. Ansonsten hoffe ich wirklich sehr, dass ich dir mit diesem Video Motivation geben konnte, an deinen Zielen zu arbeiten und mehr Selbstdisziplin zu bekommen und habe nicht mehr zu sagen als, wir sind raus, bis zum nächsten Mal, ciao!